Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine weitere Sammlung und zwar um den ersten Teil meiner Maskensammlung. Ich habe das wieder getrennt. Ich habe hier jetzt in diesem Teil meine ganzen Crememasken für euch und auch die Augen- und Lippenmasken, die ich da habe. Und im zweiten Teil geht es dann um meine ganzen Tuchmasken. Wie immer erfahrt ihr am Ende, wie viele Produkte ich da habe aus jeder Kategorie. Und ich würde einfach sagen, ich starte direkt durch, denn es ist doch recht viel. Und ich starte einfach mal mit den beiden großen Tuben, die ich da habe. Und zwar habe ich jetzt zu einem eine von Yves Rocher. Das ist die reinigende Maske, mattiert dein Teint mit Kaolin. Und hier steht drauf für 5 Anwendungen. Ich hatte die ja schon mal und hatte die auch schon mal komplett aufgebraucht. Und da hat sie mir, glaube ich, für 6 oder 7 Mal gehalten. 30 ml sind hier drin. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Die trocknet an auf der Haut und die reinigt wirklich sehr, sehr gut, ohne die Haut stark nachfetten zu lassen. Ich hatte jetzt diese Yves Rocher, ich glaube Tonerde-Maske hieß die, in so einer größeren Tube, die auch in meiner Pflegekiste ist. Und die hatte ich jetzt einige Male benutzt und da fettet meine Haut total schnell nach. Und bei der hier ist das nicht so. Ich finde, die riecht ultra gut und ja, verwende ich halt momentan, weil, wie gesagt, die andere nicht so geeignet ist für meine Haut. Dann habe ich hier aber auch noch eine von Avon und zwar Avon Care Revitalizing mit Banane Face Mask für alle Hauttypen. Die habe ich tatsächlich noch nicht probiert. 75 ml sind hier drin. Ich denke, die werde ich vielleicht auch eher dann als Fußmaske benutzen, weil, ja, ich verwende nicht so oft so cremige Feuchtigkeitsmasken. Aber für die Füße, denke ich, wird die ganz gut sein. Und die riecht auf jeden Fall sehr, sehr schön nach Banane. Nicht zu intensiv, sehr, sehr angenehm. Und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall auch sehr drauf, die dann testen zu können. Und dann kommen wir jetzt halt eben zu den ganzen Sachets, die ich da habe. Ich muss sagen, da habe ich nicht mehr so ganz so viel da. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich wirklich so eine ganze Glossybox voll mit Crememasken. Das ist mittlerweile sehr reduziert worden von mir. Und ich starte jetzt einfach mal durch. Und zwar starte ich mit der Marke Schäbens. Denn da habe ich auch recht viel da. Und zwar habe ich hier dreimal die Erdbeer-Peeling-Maske von Schäbens mit Erdbeerfrischzellen und AHA-Fruchtsäuren. Reinigt sanft und pointiv. Die liebe ich, die funktioniert bei mir einfach super. Ich trage die auf, die peelt sehr, sehr schön. Und ich habe das Gefühl, das Hautbild ist irgendwie sofort schöner und so ein bisschen ebenmäßiger und glatter. Ich mag die ultra, ultra gerne. Ich habe die schon länger nicht mehr benutzt. Sollte ich auf jeden Fall bald mal wieder tun. Aber die habe ich eben immer im Vorrat da, weil wenn ich sie dann mal benutze, verwende ich sie meistens recht häufig hintereinander. Und die mag ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne und kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Dann habe ich hier einmal zwei, die sind neu, die habe ich jetzt noch nicht getestet. Einmal die Hanfmaske, ist eine LE, mehr Feuchtigkeit und Harmonie, Chill-Out-Effekt, Hanfsamenöl, Quinoa-Extrakt und Kaktusextrakt, die ist vegan. Ich kann hier nichts zu sagen, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Das gleiche gilt hier für die Manuka-Honig-Peel-Off-Maske, antibakteriell, hautberuhigend und entzündungshemmend. Das ist hier mit naturreinem Manuka-Honig und Bisabolol. Ich vertrage Manuka-Honig meistens nicht so gut. Ich bekomme davon meistens Pickel, aber die hier wollte ich unbedingt mal ausprobieren für reine und mattierte Haut. Die soll nämlich wirklich sehr, sehr gut sein. Deswegen dachte ich mir, okay, testest die dann einfach mal aus. Dann habe ich hier eine, die gibt es leider so nicht mehr. Und zwar von Schäbens Professional, die Hydrogelmaske, 24-Stunden-Effekt. Ich hatte die einmal, als sie aktuell war, da fand ich sie super. Dann hatte ich sie jetzt einmal, da fand ich sie nicht so gut. Und jetzt habe ich sie noch einmal hier. Bin auf jeden Fall super gespannt, wie sie mir dieses Mal gefallen wird. Die ist mit Meeresalgen, Aloe Vera und Sanddorn. Hier unten hat man eben so eine Flüssigkeit, quasi wie Wasser. Und hier oben ist Pulver. Das drückt man dann zusammen. Und dann wird das eben sofort zu so einem Gel. Und das finde ich super, super cool. Werde ich auf jeden Fall dann bald nochmal benutzen. Dann habe ich hier eben zweimal von Schäbens die Todesmeerschlammmaske. Die finde ich richtig toll. Reinigt intensiv gegen Pickel und Mitesser, Algen, Zink und Mineralien. Die mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich eben zweimal da. Die reinigt sehr, sehr gut. Die funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich lasse die halt immer antrocknen und dann wasche ich sie einfach ab. Meistens mache ich sowas dann, wenn ich sowieso duschen gehe, weil dann geht der Dreck direkt in die Dusche und man hat den Dreck nicht überall am Waschbecken verteilt. Aber finde ich wirklich sehr, sehr gut und ich mag die Maske sehr, sehr gerne von Schäbens. Dann kommen wir jetzt zu Luvos, da habe ich auch einiges her und zwar zu eine meiner liebsten Masken, die Hydromaske von Luvos. Die reinigt, aber die pflegt auch sehr gut und die polstert so ein bisschen auf, das mag ich super, super gern. Spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit Algenmeerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. Finde ich super, sind 2x7,5 ml drin und die finde ich halt wirklich, wirklich gut, deswegen habe ich die eigentlich auch meistens hier. Dann habe ich hier einmal von Luvos die Heilerde Antipickelmaske. Das ist genauso wie bei der Schäbensmaske. Die funktioniert bei mir einfach super, wenn ich Unreinheiten habe. Die macht die Haut sauber, die macht die Haut rein und die ist super. Also die lasse ich dann auch antrocknen und finde ich klasse.
Dann gibt es ja von Luvos Heilerde hier neue. Und zwar einmal die Clean Peel Maske. Die finde ich wirklich gut. Die habe ich jetzt auch schon einmal aufgebraucht. Also beide Sachets. Und die finde ich klasse. Peelt sanft, glättet zart, verfeinert das Hautbild, Soforteffekt, reinigt Pontiff, klärt und beugt Irritationen vor. Die ist wirklich gut. Die hat einen schönen Peeling-Effekt und macht die Haut sehr, sehr weich und sehr sauber. Finde ich auf jeden Fall cool. Mag ich eben sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier einmal doppelt die Anti-Stress-Maske von Luvos. Ist auch eine meiner liebsten Masken bei empfindlicher Haut. Mit naturreiner Heilerde und Goldkamille regeneriert und beruhigt zu Rötungen neigende Haut. Neutralisiert Stressfaktoren. Stärkt die natürliche Hautbarriere. Die finde ich wirklich gut. Die trocknet nicht an, so wie die Anti-Pickel-Maske, sondern die bleibt so ein bisschen weich auf der Haut. Kann man aber auch super abwaschen und finde ich wirklich auch richtig, richtig gut. Also die kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Und dann habe ich hier noch von dieser kleineren Variante von Luvos. Hier einmal die Reinigungsmaske, die fand ich ganz okay. Und einmal die Feuchtigkeitsmaske. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die schon mal hatte, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber die werden auf jeden Fall dann auch aufgebraucht. Die sind auch in meiner Pflegekiste. Dann habe ich hier zweimal von Lavera die hautklärende Maske. Das ist einmal diese hier, die finde ich richtig, richtig gut. Biominze, Mineralerde und totes Meersalz. Die klärt die Haut sehr, sehr gut. Die ist kühlend auf der Haut. Also die wird sehr, sehr kalt. Wenn man das nicht mag, sollte man da die Finger von lassen. Aber auch die Maske liebe ich und kann die definitiv weiterempfehlen. Kaufe ich mir jedes Jahr aufs Neue wieder nach. Die ist super, super gut und habe ich auch immer mehrmals da, weil ich die leider nicht überall bekomme. Ich bekomme die nur im Müller bei mir in der Umgebung. Deswegen kaufe ich die mir meistens dann ein paar Mal öfters nach. Dann habe ich hier einmal eine von Salthaus, Luxus, Totes Meermineralien, Premium Maske Repair, Regeneration und Glätte. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich hatte früher mal Salthaus Luxus Masken und die habe ich leider überhaupt gar nicht vertragen. Deswegen bin ich hier immer so ein bisschen vorsichtig und die werde ich auf jeden Fall aber bald mal benutzen, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag nirgends hingehe, weil meine Haut war dann wirklich sehr lange rot bei den anderen Masken, die ich hatte. Dann einmal von Dermacell, Totes Meermineralien, Soforteffekt, Antimüdigkeitsmaske, frische Ausstrahlung mit Koffeinkomplex und dem Mineralienkonzentrat DHB 400 für alle Hauttypen. Die hatte ich mir bei der Shop-Apotheke mitbestellt und ja, wollte ich mal ausprobieren. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Dann habe ich hier einmal eine von Garnier Skin Active und zwar die Matcha und Kaolin Mask, reinigend mit Matcha-Tee und Tonerde. Die war reduziert, wie man sehen kann, und ich liebe die. Also ich liebe die Matcha- und Kaolin-Maske. Die kühlt auch die Haut, die reinigt sehr, 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 sehr gut und die macht die Haut wirklich sehr, sehr schön. Also die finde ich auch klasse. Dann habe ich hier einmal eine, die hatte ich in einem Paket von der Stephanie. Und zwar vom Glam Glow. Hier diese Maske. Ihr seht, da ist Kokos drauf. Und das ist hier halt ein so Sachet dann. Und das ist eine feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske mit Orangenblütenhonig und Kokosnussöl. Ist auch noch mit Ingwerwurzel, Vitamin C und Vitamin E. Und die soll halt wirklich gut sein. Und die hatte ich halt da dabei. Die werde ich auf jeden Fall auch bald mal ausprobieren, auf jeden Fall. Dann hatte ich hier einmal auch eine von der Stephanie bekommen. Chocolate and Coffee Self-Heating Clay Facial Mask. Also eine selbsterwärmende Maske mit Lehm. Und das sind jetzt 15 Milliliter. Die hat sie, meine ich, aus Miami mitgebracht gehabt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo in Deutschland irgendwie zu erwerben gibt. Ich werde die auf jeden Fall auch bald mal testen, wenn es jetzt noch so ein bisschen kühler ist. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Eigenmarkenmasken. Da habe ich tatsächlich auch recht viel. Und zwar starte ich da einfach mal mit Müller und zwar mit der Marke Terra Naturi. Dort habe ich zu einem die sensitiv beruhigende Maske Mandel und Kamille für sensible Haut. Die mag ich vor allem sehr, sehr gern, wenn ich Masken mal nicht so gut vertragen habe und meine Haut sehr, sehr spannt und gerötet ist. Die beruhigt sofort die Haut und die spendet auch sehr, sehr gut Feuchtigkeit. Und die mag ich sehr gern. Habe ich jetzt schon wirklich, wirklich lange da. Deswegen ist die auch momentan in meiner Pflegekiste, weil ich die irgendwie nicht so verwende, weil ich die meisten Masken tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut vertrage. Und dann habe ich hier unbedingt haben wollen die Terra Naturi 2-in-1 Kaffee, Peeling und Maske mit Bio-Kokosöl und geröstetem Kaffee. Das gab es einmal von Sante, dieses 2-in-1 Kaffee und Kokos war das da mit auch eben Peeling und Maske. Und ich wollte die unbedingt testen für Terra Naturi, weil die von Sante mochte ich richtig, richtig gerne. Und deswegen, ja, bin ich hier auf jeden Fall ultra gespannt drauf, wie die sein wird. Dann habe ich hier aus dem Standardsortiment von Cadea Vera einmal die Totes Meersalzmaske mit Kaolin und Salz aus dem Toten Meer. Pontiff gereinigte Haut. Für alle Hauttypen ist auch eine Top-Top-Maske. Ich liebe die. Die reinigt richtig, richtig toll. Die pflegt die Haut
recht gut. Also sie trocknen nicht so extrem aus wie andere Schlammmasken. Aber ich brauche danach trotzdem noch irgendwie eine Feuchtigkeitscreme oder halt eine Feuchtigkeitsmaske, wenn ich die wirklich verwendet habe. Und finde ich aber richtig, richtig toll. Dann habe ich hier einmal diese 2-in-1 Multimasking. Das ist meine letzte. Die war auch limitiert. Ich glaube 2018, wenn ich mich nicht irre. Und ich finde die richtig, richtig gut. Leider gibt es die halt nicht mehr. Deswegen habe ich die mir zu lange aufbewahrt. Aber auch die werde ich, denke ich, bald mal benutzen. Dann habe ich hier einmal noch eine ältere Variante, die hatte ich zum Geburtstag bekommen von der Cindy. Denn sie hat sich erinnert, dass ich die sehr, sehr gerne mochte und sie hatte sie noch in ihrer riesigen Sammlung. Und zwar die Musa-Schokolarmaske, Kakaobutter und Panthenol. Die fand ich richtig, richtig gut. Hier steht jetzt irgendwas drauf, dass sie pflegen soll. Ich fand tatsächlich, dass sie so ein bisschen reinigend war. Und ich mochte die richtig gern. Der Duft war toll. Es war halt wirklich so eine richtig stark, krass braune Maske. Finde ich richtig, richtig genial. Dann habe ich hier einmal nochmal eine ältere Variante. Die gibt es so auch nicht mehr. Von Cadea Vera Mango Sorbet Maske mit Mangoextrakt und Shea Butter. Die finde ich auch richtig schön. Also ich mag den Duft halt sehr, sehr gerne. Ist ein sehr, sehr schöner Mangoduft. Und die ist halt wirklich so Sorbet-Mousse-mäßig. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, mag ich ultra gerne. Und dann habe ich hier einmal, die gab es jetzt, meine ich, im Winter von Cadea Vera, Macaron-Maske, Limette, Shea Butter und Mandelöl für alle Hauttypen. Ist eine LE und die werde ich auch bald mal ausprobieren. Die kenne ich nämlich auch noch gar nicht. Und dann gab es jetzt, ich weiß nicht, ich glaube auch im Winter und Anfang Frühling jetzt diese hier. Verwöhnmoment, Cremeölmaske, Macadamienussöl, Arganöl und Seidenextrakt, entspannte sandweiche Haut. Ist eine LE und die hat mich halt auch super, super angesprochen. Deswegen, ja, habe ich die mir damals mitgenommen. Getestet habe ich die auch ebenfalls noch nicht. Dann habe ich hier zwei von Butnik her. Einmal die Totesmeer-Reinigungsmaske, Anti-Hautglanz, pontive Reinigung mit Salz aus dem Toten Meer, klärt das Hautbild, unreine Haut und Mischhaut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich war bisher einmal in Butni und mal schauen, ob ich irgendwann nochmal dorthin komme. Und einmal die Butni-Care-Multimasking-Kombinationsmaske-Masken-Mix. Da bin ich auf jeden Fall auch ultra gespannt drauf. Ich denke aber, dass ich die einzeln verwenden werde. Also vielleicht vor dem Duschen die reinigende Maske, nach dem Duschen dann die pflegende Maske. Weil ich allgemein, mein ganzes Gesicht ist halt eben fettig, aber halt auch schnell mal trocken. Deswegen kann ich die mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich die dann halt eben, ja, quasi einzeln benutze. Dann habe ich hier drei von Isana. Und zwar einmal die Maske Totes Meer. Die ganze hier sieht so aus. Pontive Reinigung, klärend mit Totenmeersalz und Tonerde, normale und unreine Haut. Die hatte ich, meine ich, auch schon öfters und ich fand die immer ganz gut. Deswegen, ja, denke ich, dass die mir weiterhin auch gut gefallen wird. Dann einmal die Isana Peeling Maske, feine Poren, porenverfeinernd, klärend und reinigend mit Fruchtsäure, normale und Mischhaut. Da bin ich auch ultra gespannt drauf, auf jeden Fall. Die werde ich definitiv bald mal testen. Ist halt so eine Maske mit Peelingpartikeln drin. Das mag ich eigentlich immer ganz gern. Und einmal, die ist recht neu, die Gelmaske Vitamin Power, belebend und vitalisierend, unterstützt die Hautbarriere, Vitamin B5 und Vitamin B3. Ich denke, die werde ich mal verwenden, wenn es dann warm ist, weil so eine Gelkonsistenz ist, glaube ich, sehr angenehm dann. Dann kommen wir jetzt zu DM. Dort habe ich zu einem von Alverde eine, und zwar die Clear Beauty reinigende Maske mit Aktivkohle. Die finde ich richtig, richtig schön. Also ich mag die sehr, sehr gern. Die riecht zwar so ein bisschen nach Alkohol und die hat so ein bisschen so wie so sämiger Wackelpudding hat die Konsistenz, aber die reinigt auch sehr, sehr schön. Also hier ist eben auch sowas drin wie Weidenrindenextrakt und Rosmarinblätter, Pfefferminzblätter, Pfefferminzöl und so weiter. Also die ja, ist auch so ein bisschen kühl und eben reinigt und das mag ich auf jeden Fall ultra, ultra gerne. Dann habe ich hier ein paar von Balea aus dem Standardsortiment. Und zwar zu einem die Milch- und Honigmaske. Pflegt die Haut geschmeidig mit Mandelmilch und Akazienhonig. Regenerierend für gestresste Haut. Mit Soforteffekt. Die mag ich ja sehr, 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 sehr gerne. Und hatte ich in einem Tauschpaket. Dann habe ich hier einmal die Totes Meer-Maske. Mit Totes Meerschlamm, Mineralien, Zink und Algenextrakt. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Intensiv reinigend. Da freue ich mich. Dann einmal die reinigende Maske, die kenne ich, die mag ich auch. Die Todesmeermaske kenne ich auch. Aber da haben die ja die Rezeptur verändert. Ich bin gespannt, ob die jetzt immer noch so bröcklich ist, wie die immer war. Und dann hier, wie gesagt, einmal die reinigende Maske. Dann kommen wir jetzt zu den LEs. Da habe ich zweimal noch die Maske White Chocolate. Ich fand die ja richtig, richtig toll. Der Duft war super. Die hat richtig schön gepflegt. Und habe ich eben noch zweimal da. Einmal möchte ich sie aber auch bald aufbrauchen. Dann habe ich hier zweimal auch die Peach Ice Tea Maske.
Ist für jeden Hauttypen mit weißem Tee und Pfirsichextrakt entspannt. Das ist so eine Gelmaske. Das mag ich eher nicht so gerne. Aber ich wollte die trotzdem gerne mal ausprobieren. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Und einmal die Maske Sweet Melon mit Wassermelonenextrakt pflegend. Für jede Haut ist auch eine LE. Ist jetzt auch aktuell. Und das ist, meine ich, eine Cremegelmaske. Genau. Hier sind drin 2x8 ml, also auch eine gute Größe. Und dann habe ich hier noch einmal von Elkos eine Maske, und zwar von Elkos Face. Intensive Hydromaske für normale und trockene Haut. Spendet Feuchtigkeit für geschmeidige Haut. Bin ich ultra gespannt drauf. Möchte ich auch mal verwenden. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die eine Hälfte dann eben fürs Gesicht teste und die andere dann für die Füße. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie die sein wird. Dann kommen wir jetzt einmal zu der Lippenmaske, die ich hier habe. Und zwar habe ich jetzt so eine von Isana, die Lippenmaske You Are Feel Amazing mit Himbeer-Erdbeer-Duft, beziehungsweise mit Erdbeer-Himbeer-Extrakt. Und die habe ich mir erst gekauft, habe ich, wie ihr sehen könnt, noch nicht getestet. Gibt es momentan einen Aufsteller und bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Und dann kommen wir jetzt zu den Augenmasken. Hier habe ich zu einem von Shams die Augen- und Lippenmaske. Die hatte ich, meine ich, in einem Trash-Paket. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Wenn es mir wieder einfällt, verlinke ich euch das Video auf jeden Fall. Jojobaöl, Q10 und Panthenol, die mag ich eigentlich ganz gerne. Dann habe ich hier zweimal von Isana die Pflegemaske Augen und Lippen. Die finde ich richtig gut, ich vertrage die super. Und ihr seht, da ist auch ein Sachet schon aufgebraucht. Das sind immer 4 Stück. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Die ging aus dem Sortiment, deswegen habe ich die mir nochmal gesichert. Dann kommen wir jetzt zu solchen, ja, ich sage jetzt mal Tuch-Augenmasken. Da habe ich jetzt zu einem von Isana die Hydrogel-Augenmaske Glitter. Erfrischend mit Hyaluron, kühlender Soforteffekt, strahlend schöner Blick. Und solche Sachen zähle ich halt zu den Masken dazu. Und Augenpads, also zum Beispiel wie die von Yuji oder wie die von Action, zähle ich halt ja, zu den Gesichtspflegeprodukten dazu. Also hier einmal diese Hydrogel-Augenmaske Glitter, wie gesagt. Dann habe ich hier ganze 4-mal von Isana die Feuchtigkeitsaugenmaske mit Hyaluron und grünem Teeextrakt. Die finde ich richtig, richtig gut. Deswegen 4-mal. Ich finde die von denen, die ich bisher getestet habe, am besten. Dann habe ich hier 2 von Balea. Auch diese Augentuchmaske. Diese hier sind aber mit Hyaluronsäure, Kokoswasser und Eigenextrakt. Die fand ich auch nicht schlecht. Also wenn man jetzt keinen Rost mehr in der Nähe hat, kann ich die auf jeden Fall auch definitiv weiterempfehlen. Dann einmal von Jinju. Die hatte ich in einer Pinkbox, meine ich. Ginseng und Eukalyptus Under Eye Mask Wide Awake. 2 Eyepatches sind hier drin und die muss ich auch auf jeden Fall noch ausprobieren. Und dann von Garnier Skin Active Hydra Bomb Augentuchmaske für die Nacht. Tiefseewasser und Hyaluronsäure und es ist eben mit Cooling-Effekt. Das ist eben so eine gesamte Maske. Da bin ich mal gespannt, wann ich da endlich mal dazu komme, die zu testen. Weil es halt über die ganzen Augen geht, weiß ich halt nicht, wann ich die genau verwenden soll. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die sein wird. Und das waren dann auch schon alle Produkte. Jetzt kommen wir zu den Zahlen. Ich habe an Einmalanwendungen 12 Stück. Doppelte Sachets habe ich 33. Masken, die man mehrmals anwenden kann, habe ich 2. Augenmasken habe ich 12 und Lippenmasken habe ich 1. Außer habe ich insgesamt genau 60 Produkte momentan da. Im Dezember 2019, da kam meine letzte Maskensammlung online, hatte ich 58 Masken da. Ausgenommen eben die Tuchmasken, die zeige ich euch ja dann im zweiten Teil. Ja, 2 Produkte mehr. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich damals wesentlich mehr Einmalanwendungen da hatte. Jetzt habe ich mehr Augenmasken da. Also es hat sich so ein bisschen geändert. Aber das war es tatsächlich jetzt für den ersten Teil meiner Masken. Der zweite Teil der Maskensammlung kommt dann für euch morgen online. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch da reinklickt. Wie gesagt, dort geht es um die Tuchmasken. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!